Wir sind hier im Amano Grand Central in Berlin, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Der erste Blick geht gleich, wenn man reinkommt, zum Waschbecken. Auf der anderen Seite ist die Dusche. Und die Tür hier führt zur Toilette. Geht man dann geradeaus, ist man direkt im Zimmer. Das Zimmer ist klein, aber ausreichend, wenn man nur ein, zwei Nächte hier bleiben möchte. Es gibt einen schmalen Tisch, einen Stuhl, einen großen Flachbildfernseher. Ein paar kostenpflichtige Snacks und Getränke. Und natürlich ein großes Bett. Dahinter noch ein Spiegel. Das ganze Zimmer ist tatsächlich in Schwarz und Weiß gehalten. Wobei die Hauptfarbe schwarz ist. Auch die Gardinen sind schwarz, sodass auch wenn es draußen noch etwas heller ist, es hier drinnen doch noch etwas dunkler wirkt. Alles in allem ein passables Zimmer. Man sieht, dass die Ausstattung noch neu ist. Das Hotel ist erst im letzten Jahr im August, September eröffnet worden. WLAN ist kostenlos. Den Code dafür bekommt man gleich beim Check-in. Steckdosen sind zur Genüge vorhanden. Passt soweit. Die Preise bewegen sich circa zwischen 60 und 70 Euro für so ein Zimmer ohne Frühstück. Ich habe um die 64 Euro bezahlt über einen Drittanbieter. Erster Check, bestanden.